Jawohl, ich grüße euch herzlich hier zurück zu Let's Play Zelda Breath of the Wild. Ja, ich habe es mit großen Anstrengungen endlich geschafft, mir eine Zitterforelle zu besorgen. Und zwar ist mir das tatsächlich hier gelungen. Und zwar beim Askaldsee. Ja, wo ich mal in einem Video nachgeschaut habe und zufällig auch eine Zitterforelle gefunden habe, die wir auch für unsere Quest rätselhaftes Hyrule brauchen. Ich habe geglaubt, der gesuchte Krog sei der da hinten, aber dieses Rätsel haben wir schon gelöst. Und deswegen habe ich den Verdacht, dass es der Krog unter diesem Stein befindet. Mal schauen. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Okay, haben wir 55 Stück von denen. Dann würde ich fast sagen, haben wir alles, was wir für Maronus soweit brauchen. Nämlich einen Glutling. Den haben wir hier. Einen Zitterling. Oder eine Zitterforelle. Zitterling ist noch mal ein Pilz. Und auf jeden Fall einen Leunenhuf, welchen wir aber auch hier besitzen. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf in den Wald der Crocs und zeigen Walnuss die ganzen Sachen. Ja, weil wenn wir jetzt die ganze Zeit daran rätseln würden, was jetzt das gesuchte Item ist, dann würde es wahrscheinlich eure Geduld überstrapazieren und meine eigene wahrscheinlich auch. Und wir müssen ja auch mal irgendwie vorankommen, deswegen. Ja. Okay. Und wenn wir schon hier sind, können wir auch nochmal zu Maronus gehen, um zu schauen, ob wir noch irgendwie Krogsamen eintauschen können. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder welche. So, und wo muss es nochmal hoch? Nach da oben. Boah, sorry. Bin ein bisschen erkältet heute. Aber okay. So, dann nutzen wir einmal Revalis Sturm, um ein bisschen nach oben zu kommen. Okay. Und ziehen dabei auch unser Klettergewand an. Was wir. Oder unser Kletterkopftuch, was wir hier haben. Und dadurch sind wir auch ein bisschen schneller. Ist eine übrigens sehr schöne Musik, muss ich sagen. Okay, hier können wir uns ein bisschen ausruhen, bevor wir jetzt wieder nach oben können. Also, einmal wecken wir ihn. Und was legen wir rauf? Einen Glutling, würde ich sagen, ne? Das war ja der nächste Gegenstand. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Alles klar, ablegen. Glutling. Richtig, das ist es. Gut gemacht und es tanze. Nun gut, hier das nächste Rätsel. Ein schockierend starker Geselle. Doch nicht verzagen. Fangen die Zitterforelle. Ja, genau. So sieht's aus, Baby. Okay. In die Hand. Ablegen. Zitterforelle. Richtig, das ist es. Gut gemacht. Und es tanze. Nun gut, hier das nächste Rätsel. Das ist letztes. Hoffe, du bist bereit. Bring zu mir, wonach ich rufe. Besiege ein Monster zu diesem Behufe. Ja. Das ist in der Tat vielleicht ein bisschen schwer, um darauf zu kommen, aber damit ist einfach ein Leunenhuf gemeint. Da haben wir den Leunenhuf. Richtig, das ist es. Gut gemacht und es tanze. Ich wusste, du würdest es schaffen, werter Held. Hier ist deine Belohnung. Ein Diamant. Ja, wunderbar. Das ist ein cooles Rätsel. Naja, auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft. Und deswegen können wir jetzt auf jeden Fall mal nach vorne gehen und mal schauen, ob wir vielleicht
nochmal Maronus finden, ob der noch unsere Taschen erweitern kann. Das wäre auf jeden Fall nice. Und was wir dann auf jeden Fall noch machen müssen, ist, dass wir... Ja, was wolltest du denn sagen? Wo ist Maronus erstmal? Oh, Vogelnüsse, okay. Ja, wo ist Maronus hin? Ja, kann man hier nicht sehen, da müssen wir ihn eben noch ein bisschen suchen. Doch, da ist er ja. Haben wir genügend Krogsamen, dass wir bei dir noch... Dass wir bei dir noch unsere Taschen erweitern können. 25 Krogsamen, okay. Alles klar. Das können wir überspringen. Und wir sind in der Lage, eine weitere Waffe bei uns zu tragen. Wunderbar. Alles klar. Können wir vielleicht noch die Bogentasche vergrößern? 12 Krogsamen. Naja, schauen wir erstmal. Was ist denn mit der Schildtasche? 10 Krogsamen. Okay, machen wir. Und können jetzt einen weiteren Schild bei uns tragen. Ja, die Frage ist natürlich, wir sagen jetzt erstmal noch nicht, sondern ich möchte erstmal schauen, was wir generell vergrößern können. Okay, Bogentasche, ja, Waffentasche haben wir jetzt auch schon gut erweitert. Ich würde fast sagen, wir machen tatsächlich die Schildtasche nochmal, wenn es das anbietet. Genau, was ist mit der Schildtasche? 10 Krogsamen, okay. Alles klar. Sehr schön. Alles klar. Geht die Bogentasche noch? Nope. Was ist mit der Schildtasche nochmal? 10 Krogsamen. Okay, passt genau. Naja, haben wir keine Samen mehr, aber gut, die kriegen wir natürlich, ne? Sehr schön. Perfekt. Okay, dann hätte ich die Idee, dass wir jetzt mal überlegen, wie wir weitergehen. Wir haben die eine Quest Rätselhaftes Hyrule fertig geschafft. Wir haben, ja, schon relativ viel gemacht. Ich würde sagen, wenn ich mal ehrlich bin, Pekanus will einen Rumi sehen, okay. Gut, die schwarze Serie. Ich hätte die Idee, dass wir vielleicht uns so ein paar wir machen erstmal Folgendes. Wir werden erstmal bei den anderen Feen noch schauen, ob wir noch irgendwie noch Kleidung upgraden können. Das wäre auf jeden Fall wichtig, wenn wir das hinkriegen. Und wir müssten auch mal nachschauen, da war es mir auch nicht ganz sicher, ob wir schon die Barbarenhose haben. Denn nicht, dass wir die vergessen haben. Ihr wisst nämlich, die Barbarenrüstungen kriegt man in den drei Labyrinthen, in den drei großen, ja, Irrschlössern. Einmal im Hebra, einmal im Akala. Und dann gibt es später noch ein drittes im Gerudo-Gebiet. Und das wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir da mal nachschauen. Oder erstmal überprüfen, ob wir das überhaupt haben. Also, es ist klar, die Barbarenmaske haben wir auf jeden Fall. Ja, das ist ein Hylia-Beinschutz, das ist ein Anti-Feuer-Beinschütze.
Ja, Barbarenhose haben wir tatsächlich auch. Wunderbar. Dann habe ich es ja nicht irgendwie. Dann habe ich es ja doch nicht so falsch in Erinnerung. Ja. Die Feen Kakariko kann jedenfalls nichts mehr für uns erweitern. Aber kann die Fee von Akala das? Sind wir in der Lage, hier etwas zu erweitern? Oh, Betrestlis verstärken. Okay. Ja. Hyrule-Barsche brauchen wir dafür. Okay, den Rest können wir, so wie es aussieht, nicht erweitern, aber die Sora-Rüstung, die erweitern wir. Und haben die Abwehr um 2 Stufen erhöht. Okay, die hat nichts mehr für uns. Dann würde ich sagen, begeben wir uns nochmal. Ja, sammeln wir noch ein bisschen Rüstgras ein und schauen, ob wir vielleicht eine Fee noch einfangen können. Ah, die Musik ist so wunderschön. Naja. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur nächsten Fee, die irgendwo hier sein muss. Und da würde ich fast sagen, teleportieren wir uns dahin. Boah. Irgendwie hat mich das heute erwischt. Ja, naja. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber es ist wichtig, dass wir auf jeden Fall noch weitere Sidequests machen, damit wir auch mal weiterkommen. Und ich hätte fast die Idee, dass wir auch mal die EX, also die DLC Sidequests uns auf jeden Fall auch vorknüpfen. So, haben wir hier den Grog schon, den haben wir. Heißt, wir können den Stempel auch genauso gut löschen. Aber müssen halt trotzdem dahin, damit wir die große Fee erreichen können. Ja. Okay. Ich sehe gerade, da ruckt Schirm. Haben wir nur noch einmal, bevor es wieder aufladen muss. So. Ach, da bist du ja schon. Ja. Wunderbar, aber vorher sammeln wir noch mal Schwertgras ein und sammeln noch eine Fee ein. Kommt her. Naja, wenn ihr halt nicht wollt, dann ist mir das halt egal. Oh. Okay. Kann sie noch irgendwas verstärken? Nee. Okay. Nicht verstärkbar. Oh Gott, hier fehlen uns Materialien zu. Glutkraut, Löschechsen. Aber damit können wir auf jeden Fall den Brandschutz enorm erhöhen. Okay, hier brauchen wir scheinbar komplett neue Materialien. Aber alles, was hier blau markiert ist, kann wohl noch verstärkt werden. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall noch daran machen, dass wir dringend Materialien finden, damit wir auch entsprechend verstärken können. Ja. Okay. Denn das Gute ist ja eigentlich, dass wenn wir ein komplettes Set von irgendwas geupgradet haben,
Dann gibt es ja noch extra Boni und das ist ja wichtig, damit wir auch auf jeden Fall weiterkommen. Ich würde fast sagen, dass wir uns mal nach Hateno begeben. Wir können tatsächlich auch mal irgendwann noch mal in das Sora-Gebiet zurück. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich möchte erstmal nach Hateno, weil es da wohl viele Sidequests gibt und vieles, was wir noch übersehen haben. Und das müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Wichtig, wichtig, wichtig. Und die Krogmaske ziehen wir uns auch auf, damit wir, ja, entsprechend Krogs finden können. So viele, wie es geht. Und Sidequests natürlich auch. Weil ich müsste es natürlich schon hundertprozentig probieren. Was natürlich kein Versprechen ist, das ist klar. Aber natürlich kann man alles dafür geben, ne? So. Ja. Hier gibt es Kleidung, wunderbar. Vielleicht auch mal neue. Die Hylia-Kapuze, haben wir die schon? Ich glaube noch nicht. Ja, die kaufen wir uns mal. Ja. Die hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber die Hylia-Hose haben wir schon. Hylia-Gewand haben wir schon. Winterwams haben wir. Hylia-Beinschutz. Ja, den ganzen Wumms haben wir schon. Das brauchen wir also nicht erneut. Aber gibt es denn noch irgendwas, was wir hier Sinnvolles machen können? Ah, hier gibt es wunderbare Dinge zu kaufen. Aber gut, das brauchen wir im Moment genauso wenig. Vielmehr würde mich interessieren, ob hier irgendwelche noch eine Sidequest für mich hätten. Okay, hier ist das Hotel. Aber hier ist scheinbar auch nichts. Mann, das ist ja schade, ey. Und Crocs scheint es hier auch nicht zu geben. Ach Mensch. Das ist ja leider nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe. Und hier haben wir eine Löschechse. Oh, schade. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Aber womit wir auf jeden Fall anfangen können, ist uns ein eigenes Haus einrichten zu lassen. Ja, dann können wir da immer wieder zurückkehren, nur ich weiß gerade nicht, wo dieses sein soll. Vielleicht ist das ja, keine Ahnung. Als ob es hier keine weiteren Sidequests gibt. Das glaube ich doch nicht. Wir brauchen mal wieder welche. Unbedingt. Naja, aber auf der anderen Seite. Na gut, wie auch immer. Oh doch, hier ist das Haus. Ah, und hier findet er auch wieder einen Krog in der Nähe.
Das ist ja wunderbar. Na gut, dann würde es an der Stelle aber auch sagen, machen wir für heute mal Schluss. Ich hoffe, euch hat der Part gut gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ja. Beim nächsten Mal werden wir mal zusehen, dass wir, wenn es geht, unser eigenes Haus einrichten können. Und ansonsten, ja, was weiß ich noch alles machen, ne? Ich muss mir da nochmal was Schönes überlegen. Ja, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich sage an der Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.